Guten Abend, ihr Lieben, überall, wo ihr auch sein mögt. Eine Verlautbarung will ich heute mehr geben. Gestern hattet ihr schon von meinem Telefonat mit einem guten Freund in Deutschland, in Brandenburg, nördlich von Berlin, gehört. Dieser gute Freund ist auch zugleich der Sekretär meines Herrn Vaters. Und heute musste ich unbedingt meinen ebenfalls sehr guten Freund und den mit mir verbündeten Freund zugleich anrufen und auch ein etwas längeres Gespräch mit ihm führen über das, was da vor 2 Tagen begonnen hat und was bis jetzt nicht enden will. Es geht also um diesen Traum und ich möchte überhaupt nicht hier einen retardierenden Vorgang starten, laufen lassen, dass ihr also erstmal gar nicht wissen solltet, worum es geht, sondern ich glaube einfach, dass das Thema, weil es doch sehr gewichtig ist, besser in mehreren Videos zu präsentieren ist. Und ich hoffe, dass ich bei dem vielleicht schon nächsten oder übernächsten Video, wir werden schauen, euch genau diesen Traum entgegenbringen kann. Der mit mir sehr verbündete Freund in Österreich, der zurzeit im Waldviertel nördlich von Wien ist, wurde wohl auch sehr hellhörig, als ich ihm heute diesen Traum entgegenbrachte. Und auch er ist alles andere als unrealistisch oder als verträumt. Aber auch er hat diesen Traum mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Vor allem, weil dieser Traum mich vorher erreichte, bis dann das Ereignis passierte. So etwas habe ich in meinem Leben schon mehrere Male erlebt. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch ein solches Geschehen also auch. Auf jeden Fall passiert es nicht sehr häufig, glaube ich. Das hat man vielleicht ein paar Mal, mehrere Male in seinem ganzen Leben. Und das zeigt es, wie gewichtig ein solcher Vorgang ist und dass man sich natürlich die sehr bedrückende Frage stellt, woher ist diese Meldung zu einem gedrungen, also zu mir hier in unser Bett gedrungen am Vormittage. Es ist unbegreiflich. Das solltet ihr vielleicht, wenn ihr so wollt, erstmal zur Kenntnis nehmen. Und ich bin bemüht, bald über diesen Traum konkret zu sprechen. Aber nicht nur über diesen Traum, sondern auch über das, was der Traum vorhergesagt hat. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche eine gute Nacht überall, wo ihr auch uns hört und sehen mögt.